it. Nah, I done blew up on some people, nigga, there might be bottles. Glad that he had to go these last back to every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever hier auf dem wunderschönen Kanal. Ihr seht, wo ich hier bin. Ich bin in Tintersee und ich habe von Weitem schon gesehen, hier warten doch ab und zu mal doch ein paar mehr Leute. Deswegen meine Überlegung, Tintersee bekommt jetzt eine eigene Straßenbahn. Ich gehe von den Straßenfahrzeugen weg auf die Straßenbahn und da sind wir erstmal heute dabei, die Fahrzeuge umzubauen. Und heute haben wir den 29. Dezember. Heute haben wir den, also wo der Part rauskommt, heute bei mir ist der 5. Dezember die Aufnahme und im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, sind Sirenen. Da ist wohl irgendwie was los, aber interessiert uns erstmal gerade nicht, weil mein Haus brennt nicht und das ist erstmal gut so. Wir müssen jetzt hier mal gucken, wie wir hier die Straßenbahn bauen. Wir können jede Straße jetzt verlegen mit Gleisen. Aber ich glaube mal nicht, dass es der Sinn ist dahinter, ob wir jetzt alles hier so vergleisen oder nicht. Aber ich glaube, wir müssen das sogar fast. Dann gehen wir hier runter. Dann kann er wieder zurückfahren. Gucken wir uns mal das Ganze gleich an. Ja, ich habe vorhin in der Runde von GTA gesagt, oh, mir fehlt ja eine Runde, die ich am 29. rausbringe. Und ich bin jetzt dabei geblieben, dass ich hier Dings rausbringe. Transport Fever. Jetzt muss ich mal gucken. So werden wir es mal bauen. Wir werden die Straßenbahn jetzt erstmal. Wir haben jetzt nämlich die größeren Straßenbahn mit 11 Platz. Und die werde ich hier benutzen. 1, 2. Nehmen wir 2. Und die weisen wir jetzt alle auf die Tintersee-Strecke. Wir gucken uns die mal an. Okay, hier haben wir schon mal das Problem, was ich überhaupt nicht mag. Die drehen sich so um. Deswegen was macht denn die Bahn hier? Ihr seht das ja auch, Linie zu weisen. Die fährt rein, dreht wieder um wieder reinzufahren. Mir jetzt egal, wir machen das doch. Und alle anderen Fahrzeuge, die jetzt hier auf der ÖPNV Trebs-Tintersee sind unterwegs, die werden zurückgeschafft. ÖPNV-Fahrzeuge sind nur 2, also sehen wir unser Problem. Und die werden zurückgeschafft, verkauft. Nice. Jetzt können wir mal gucken, was wir vielleicht noch so als kleinere Probleme hier unterwegs haben. Denn ich weiß nicht, was ich diesen Part machen soll. Wir könnten, wie gesagt, hier die nächsten Städten, was ich schon mal gesagt habe, anschließen. Und ach komm, wir machen das. Ah, jetzt haben wir Oberleitung. Okay, da wäre erstmal meine erste Überlegung. Wir machen alles auf Oberleitung, aber wir haben noch keine Schnellzugstrecke. Das heißt, wir bauen erstmal ohne Oberleitung weiter, um dann mit Oberleitung auszubauen, weil am Ende müssen wir eh beides bauen. Und deswegen Oberleitung, nein. Wenn ihr wisst, was ich jetzt meine, es gibt ja noch diese Schnellstrecken, die auf 200 kann man also aufbauen. Und wenn die dann kommen, ist sowieso wieder alles umzubauen. Na komm, Bahn. Alter, warum hängt das so? Ich glaube mal, mein PC ist jetzt langsam am Verzweifeln. Ich verstehe ihn auch. Weil er nimmt jetzt 3 Tage hintereinander und das schon Let's Plays für mich auf. So. Dann fahren wir hier so runter. Und kommen hier an. Dann machen wir auch einen Kopfbahnhof. So. Und ich würde mal sagen, nach dem hier machen wir mal was ganz anderes. Wir machen einfach mal Öl. Wir lassen uns mal Öl produzieren hier. Da
weil wir haben noch kein Ölfahrzeug. Wir haben wenige Transportfahrzeuge unterwegs. Und da müssen wir mal gucken, wird denn eigentlich Öl hergestellt? Nee, hier wird ja Öl gebraucht. Ah, hier. Aber sag mir nicht, dass es hier unten überall. Da will wir ja hier oben erstmal bleiben. Habe ich eine Idee, wie wir es mal probieren? Wir probieren mal was. Wir haben ja genug Geld und wir probieren jetzt was. Und zwar machen wir Cargo. So. Cargo 1 und Cargo 2 kommt hier unten hin. Wo war das Öl? Hier. Da müssen wir aber, glaube ich, ganz kleine Straße dazwischen bauen. Normale Straße, bitteschön. Doch, das ist verbunden. Das ist gut. Das ist sehr gut. Warnung, still, sichers. Oberdrebs an Straßennetz angeschlossen ist. Ja, das kriegen wir hin. Oberdrebs wird jetzt an Straßennetz angeschlossen. Was mir aber nicht viel bringt. Obwohl, wollen wir das vielleicht mal mit LKW? Nee, mit LKW ist nie. Wir machen das mit dem Zug. Fahren mal hier hin und her. Und dann machen wir hier oben noch ein Zugdepot hin. Ich glaube, ihr wisst, wo ich eigentlich hinaus möchte. Und ich muss nicht mal auf die Uhr gucken, weil hier muss ich jetzt mal mit achten. So. So, mal gucken, ob das klappt. Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt mache, ob das klappt, aber wir probieren es mal. Nee, es ist scheiße. Müssen wir im Dachstock vier Stück bauen. Ich würde gerne mal wissen, was ihr euch eigentlich fürs Jahr 2017 euch vorgenommen habt. Das habe ich ja überhaupt noch nie gefragt, was sich so die Leute für das Jahr 2017 sich vorgenommen haben. Oder gibt es da andere Sachen, wo ihr sagt, jo, ich nehme mir dieses Jahr nichts vor, weil ich weiß, ich werde niemals schlank werden, ich weiß, ich werde niemals berühmt, ich werde niemals eine Freundin bekommen, ich werde niemals schwanger oder sonst irgendwas. Sowas würde mich mal interessieren, ob es da ein paar Sachen gibt. Was ich mir vorgenommen habe, ist einfach, ich habe mir ein Dingsbuch angelegt, so ein Haushaltsbuch. Und ich möchte versuchen, das durchzuziehen. Dass ich da das Haushaltsbuch dauerhaft jetzt. Deshalb bin ich, ich habe jetzt um. Doch, ich habe einen Personenbahnhof gebaut. Aha, bin ich dämlich. Gut, aus. Gehen wir gleich hin, das bauen wir gleich um. Oh. Machen wir hier ein kleines Depot hin. Das wird alles nach und nach viel schöner. Also jetzt ist ja alles spontan, aber wenn ihr mehr von dem sehen möchtet, dann baue ich natürlich alles viel, viel schöner. So. Schön wird's, wenn wir hier dann die ersten schnell Loks haben. Den hier bauen wir jetzt noch um. Abreißen. Jetzt muss da ein Cargo-Ding hin. Nur Trebs, genau. Und wir brauchen ein Schiffchen. Güter. Da brauchen wir natürlich einen, der Öl transportieren kann. Das ist der einzige hier mit 150 Kapazität. Öl, Treibstoff, Rohstoff. Also da fällt uns natürlich nicht schwer, was wir hier was wir uns hier holen. Ein Schiff. Obwohl ich bin fast für zwei Schiffe. Und die wollen wir alle einer neuen Linie zuweisen. Und zwar von hier bis. Hierhin. Ach so, da.
ist irgendwie noch was falsch? Eine Brücke ist niedrig oder zu tief oder sowas? Frage ist nur was? Ach so, hier. Die Zugbrücke. Da wollen wir die mal ganz kurz um. Unrealistisch, genau, sagt das Spiel mir auch. Deswegen. So. Hier hinzuweisen. Jetzt sagt man, sind nicht miteinander verbunden. Linie enthält zu wenig Haltestellen. Hä? Das würde funktionieren. Also an den Brücken liegt es nicht. Zwei und eins sind nicht miteinander verbunden. Das heißt, es liegt hier unten an dem. Aber warum sind die nicht miteinander verbunden? Ah, sag bitte, hier passt kein Schiff lang. Nur mal so zum Testen, Linie 3. Aber warum? Aber das geht hier. Und wenn ich das hier mache? Ich habe hier das nicht. Sind nicht miteinander verbunden. Warum nicht? Hier sagt er okay. Und hier sagt er okay. Dann machen wir mal kurz Pause. Also wenn ihr mir da helfen könnt, sagt es mir Bescheid. Ah, ich kann ja hier gehen. Muss ich in Güter? Na, was macht denn. Können die Autos jetzt Öl transportieren? Haben wir hier unten. Das, hä? Aber das macht mich gerade irgendwie so ein bisschen verrückt. Ja, Straßenfahrzeuge. Die können Rohöl transportieren. Das ist ja ein bisschen weit weg. Von hier nach hier. Aber ich möchte den Zug reinfahren. Die hässlichsten.
größte Strecke der Welt, aber... Bau nicht möglich. Oh, leck mich. So. Dann kann man mich hier noch ein Cargo-Ding hinmachen. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Da bin ich mal gespannt. So. Später könnte man das noch mit Dings machen, mit Flugzeugen, aber jetzt erstmal nein. So Leute, ich habe gedacht jetzt so, kannst ja jetzt schon mal weitermachen, aber ihr seht ja auch hier, das Problem ist auch hier bei dieser Bahn, die sind angeblich nicht miteinander verbunden. Obwohl, ich sehe es ja, dass sie miteinander verbunden sind. Ah, doch nicht. Hier fehlt ein kleines Stückchen. Da fehlt doch noch ein kleines Stückchen. Gut. Genau, jetzt ist es perfekt. Und da fährt mein Zügchen jetzt raus. Oh. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass hier mal Öl produziert wird. Weil jetzt ist ja die Strecke theoretisch komplett. Aber es wird gesagt, nein, ich produziere kein Öl. Die Frage liegt jetzt, woran es liegt. Also liegt das jetzt am Schiff, weil das Schiff noch nicht da war, oder? Na doch, das Schiff war schon da. Nee. Das ist ein anderes hier. Hier kommt es erst an. Vielleicht erst, wenn das so angekommen ist und dann so ein bisschen anregt. Gesagt wird, okay, hier, ich bin da, ich möchte Öl haben. So, da kommt das Krokodil. Nice. Aber ich baue es immer noch nicht um. So, und dann möchte ich aber auch noch sagen, okay, nachdem hier was hergestellt worden ist, soll das bitte in die nächste Stadt gefahren werden als Treibstoff. Ja, und die brauchen Treibstoff. Deswegen sage ich okay. Ich habe außerdem jetzt Flugzeuge freigeschalten. Was jetzt ein kleiner Moment dauert. So, die Flugzeuge sind freigeschalten. Ich möchte das Ganze mit einem Auto hier hin und her transportiert bekommen. Und von hier. So, und hier sollen sie bitte nur Dings einladen, aber ich glaube, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Doch, das könnte ich sagen, dass sie eben nur eine Sache einladen laden sollen. Wenn ich jetzt sage, okay, hier bitte nur ja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neue Linie, die und hier rüber. Und jetzt gucken wir mal, ob langsam mal hier unten was angeregt wird, aber ich glaube es immer noch nicht. Das Schiff war jetzt da. Hat gemerkt, okay, hier gibt es nichts. Also irgendwas stimmt hier nicht. Linienbenutzung? Nein. Was wird ja gesagt hier? Die Bienen sind ja miteinander verbunden. Aha. Nee, es war falsch. Das ist falsch.
Also das ist jetzt ein bisschen fragwürdig für mich. Was hier nicht stimmt. Und jetzt reißen wir das Ganze ab und machen hier eine Zugverbindung hin. Ich baue das nochmal neu. Ich baue das nochmal ganz, 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 ganz kurz neu. So. Dann machen wir hier drüben Zug hin. Güterzug. Oh. Ach, guck mal, hier haben wir aber auch noch Öl hergestellt. Wir machen das mal hier oben auch noch mal kurz. Mal gucken, ob das hier oben vielleicht funktioniert. Wenn nicht, dann wende ich mal den Part und ja, da sind wir nächstes Jahr gespannt, weil das so. Nein. Boah, nicht möglich. So. Jetzt sage ich, okay, bitte bringen wir ein paar Fahrzeuge da oben hin, auf diese Strecke, zum Testen. Straßenfahrzeuge kaufen. Hier, automatisch nur Öl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Linien zuweisen alle, neue Linie. Von da nach da. Los geht's. Und das Schiff sage ich, okay. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Du musst mal bitte eine neue Linie, neue Linie. Die 1 löschen und die 2 hinzufügen. Dann sage ich den hier allen. Jetzt hier das zweite bitte löschen. Und fahrt mal bitte hier hin. So, keine Produktion. Keine Linienbenutzung. Na gut, Leute, ich würde mal sagen, das gucken wir uns nächstes Mal nochmal an. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt doch noch oben, wenn ich einen Daumen unten schreibe in den Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann Abo da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Zeigt euer meines Wort. Ciao, ciao.